Wir alle haben die schrecklichen Ereignisse mitbekommen, in der Türkei und in Syrien. Das Leid ging durch die ganze Welt. Wir wurden Zeugen davon, wie Allah subhanahu wa ta'ala Menschen prüfte und einige auf wundersame Weise gerettet hat. Ich möchte mit euch eine dieser Geschichten teilen. Und dies entnehmen wir den Aussagen eines Vaters, der 202 Stunden in den Trümmern überlebt hat. Der Bruder Muharrem wurde zusammen mit seiner Frau Hidayet 202 Stunden nach dem Erdbeben aus den Trümmern geborgen. Im Krankenhaus berichtet der Bruder über die unglaublichen Ereignisse und den Überlebenskampf unter den Trümmern. Immer wieder muss er innehalten und sich fassen, als er erzählt, wie seine Kinder direkt nach dem Erdbeben den Märtyrertod gestorben sind. Nur er, seine Frau und das 6 Monate alte Baby, Mohammed Alparslan, überlebten zunächst den Einsturz. Welch gewaltige Prüfung für die Eltern. Stunden vergingen und der Hunger und Durst ereilte sie. Aus Verzweiflung habe er und seine Frau versucht, Vaseline zu essen. Das einzig halbwegs Essbare, was sie unter den Trümmern finden konnten. Aber vergebens. Um ihren Durst zu stillen, kam ihnen nur noch eines in den Sinn. Das, was viele andere Menschen unter den Trümmern berichten. Den eigenen Urin zu trinken. Aber auch dieser Versuch scheiterte. Der kleine Mohammed Alparslan wurde zunehmend unruhig und weinte viel, weil die Milch der Mutter ausblieb. Dem Vater blieb nichts anderes übrig, als ihn mit seinem eigenen Speichel zu ernähren, mit der Hoffnung, dass er zumindest durchkommen würde. Doch am 5. Tag, morgens um 6 Uhr, zur selben Tageszeit wie seine Geschwister, hörte das kleine Herz von Mohammed auf zu schlagen und er kehrte zu seinem Schöpfer zurück. Der 7. Tag war angebrochen, morgens gegen 4 Uhr. Dann der nächste Schock. Ein Nachbeben. Zu atmen fiel ihnen zunehmend schwerer. Alles war voller Staub. Das Einzige, woran sie festhielten, war eine Uhr, mit dessen Hilfe sie ihr Zeitgefühl bewahren und im Dunkeln Orientierung finden konnten. Doch dann bemerkte der Bruder Muharrem, dass sich im Boden etwas offengelegt hatte. Er griff hinein und bemerkte feuchte Steine. Seine Frau Hidayet glaubte ihm vorerst nicht. Mit seiner letzten Kraft grub er immer weiter, bis er eine Pfütze erreichte. Also, es war geschmolzener Schnee, erzählte der Bruder und fuhr mit zitternder Stimme fort. Doch im ganzen Land liegt kein Schnee. Allah hat uns dadurch seine Rechtleitung zuteilwerden lassen. Allahu Akbar. Dies ließ neue Kraft schöpfen. Er erweiterte die Stelle der Pfütze aus und bis zum Tag ihrer Errettung harrten sie beide dort aus. Auf die Frage des Reporters, ob sie jemals ihren Glauben verloren haben, antwortete der Bruder Muharrem, ohne zu zögern und mit einem Lächeln auf den Lippen, nein. Er möchte, dass das ganze Land hört, was er zu sagen hat. Wenn meine Frau und ich hier rauskommen, werden wir unser Leben Allah und dem Glauben widmen. Ich bin 32 Jahre alt und schäme mich, denn den Koran nicht gelernt zu haben, ist wirklich beschämend, sehr beschämend. Nur meine Gebete haben mich dort auf den Beinen gehalten. Meine lieben Geschwister, Prüfungen begleiten uns unser gesamtes Leben. Allah, der Erhabene, wird uns prüfen mit dem Verlust von Nahrung, Obdach, Freunden und Familie, Kinder. Doch das, was den Muslim auszeichnet, ist das Verständnis, dass das Gute und das Schlechte von Allah, dem Herrn der Welten, ist. Jede Prüfung ist eine Möglichkeit für den Gläubigen, standhaft zu sein und dadurch Allah näher zu kommen. In dem Moment der Prüfung zu begreifen, dass das, was gerade geschieht, von Allah, dem Erhabenen, ist und nicht an der Situation zu verzweifeln oder zu sagen, warum passiert mir so etwas? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Von Allah kommen wir und zu ihm kehren wir zurück. Die Ereignisse und die Reaktion vieler unserer Geschwister zeigt eindeutig, dass der Islam mehr und mehr in das Bewusstsein der Muslime zurückkehrt. Ja, meine Geschwister, in den härtesten Momenten deines Lebens offenbart sich dein Innerstes. Jedes Leben, das gerettet wurde, hat uns gefreut. Und noch mehr waren wir glücklich über jene, die durch diesen Moment der Prüfung zu Allah zurückgefunden haben. Wie dieser Bruder, der begriffen hat, dass man im Leben ein dankbarer Diener sein sollte. Möge Allah subhanahu wa ta'ala der Ummah in diesen harten Momenten beistehen und ihnen dazu verhelfen, den Islam in ihrem Leben umzusetzen.